angefangen nochmal bei der Null, die ja durch die ganzen Medien ging, das war eine Fehlinterpretation oder aus dem Zusammenhang gerissen. Also können Sie auch sagen, können Sie von Fake News sprechen? Wir haben eine Kategorisierung der Bewertung der Regierungsarbeit gehabt durch die Unternehmen, die in unterschiedlichen Kategorien dargestellt wurden. Und wir hatten in der quasi besten Kategorie kein Unternehmen, was das mit hervorragend bewertet hatte. Das war die Interpretation oder die daraus gemachte Fake News zur Null. Also insofern stimmt das nicht, aber in der Tat gab es das Bedürfnis der Unternehmen nach einer Verbesserung der Kommunikation und das wurde auch sofort aufgenommen. Wir haben ja auch die Kritikpunkte, die es gab, dann zusammen mit den Regierungsvertretern, mit dem Premierminister, Vizepremier, Finanzminister und Geschäftsführer der Free Zones auch besprochen. Und uns ist allen Beteiligten, also sowohl der Regierungsseite als auch der Unternehmerseite, sind die Problemfelder bzw. Herausforderungen bekannt. Und es ist immer auch ein Kompromiss und ein Miteinander. Und ich denke, wir haben auch durch den Roundtable, den wir gemeinsam vierteljährlich mit der Regierung durchführen, einen regelmäßigen Austausch zwischen den Unternehmen und der Regierung. Und darüber hinaus haben wir auch in Einzelfällen, wenn es konkrete Problemfälle gibt, immer den direkten Draht zur Regierung. Das ist schon gegeben. Im schlimmsten Fall haben wir möglicherweise Verzögerungen, die sich daraus ergeben. Also wir hoffen natürlich, egal welche Regierung sich danach konstituieren wird, dass die Regierungsbildung, die Koalitionsgespräche schnell zu einem Ende, positiven Ende geführt werden können, sodass wir im Idealfall im Mai vielleicht schon eine neue Regierung haben. Die bestehenden Investoren, die im Rahmen ihrer vertraglich zugesicherten Bedingungen agieren, die wird es eigentlich wenig betreffen.